In diesem Interview spreche ich mit Mitch Lowe, einem der Gründungsmitglieder von Netflix. Er ist jemand, der so ziemlich seit dem Beginn der Videounterhaltungsbranche in erster Reihe steht. Mitch, thanks so much for joining us today. Wie haben Sie die Entwicklung der Videoverleihbranche im Laufe der Jahrzehnte verfolgt? Es begann eigentlich, wenn man die Frühzeit des Kinos betrachtet, mit einer à la carte Verfahrensweise. Die Menschen mussten entscheiden, ob sie ins Kino gehen oder ob es sich lohnte, eine Videokassette oder DVD auszuleihen. Es hat sich zu einer Bestellverfahrensweise entwickelt, die viel Gutes hervorgebracht hat. Damit entfiel die schwere Entscheidung, ob es die Zeit und das Geld wert war, sich etwas anzuschauen und sich dem auszusetzen. Sie sind einer der Netflix-Gründer. Wie war das, Teil dieser Geschichte zu sein? Wir hatten ja keine Ahnung, dass wir eines Tages ein solch bekannter Name sein würden. Niemand konnte ahnen, dass aus Netflix mal eine Verbform entstehen würde. Wir haben gewettet, welche Größe wir erreichen würden. Ich habe gesagt, wenn wir 1,7 Millionen Kunden haben würden, wäre das großartig. Heute sind es 100 mal so viele, 180 Millionen und mehr. Welchen Einfluss hatten Unternehmen wie Apple oder andere Dienste wie Starzplay im Nahen Osten oder Disney? Wie war das mit dem Wettbewerb und wie ist Netflix damit umgegangen? Wir haben nie auf die Mitbewerber geblickt. Nur einmal haben wir eine Einschätzung der Mitbewerber vorgenommen. Das war, als Netflix auf den britischen Markt kam. Wir hörten, dass Amazon das auch vorhatte. Das war der Mitbewerber, der uns damals Angst bereitet hat. Wir haben den ganzen Vorgang dann abgeblasen. Sie sind von Netflix zu MoviePass gewechselt. Berichten Sie mir von diesem Schritt, denn damals hatten Sie Millionen von Kunden. Aber es war eher ein Abo-Dienst für Kinos. Ja. Dann ging etwas schief und die Zahl fiel auf 300.000 Kunden. Stimmt. Ich dachte, wir könnten bei Kinos dasselbe machen wie bei Netflix, also die Grenzen des Ausprobierens und des Entdeckens einzureißen. Das wuchs dann zu stark. Innerhalb von 3 Monaten wuchsen wir auf 3,3 Millionen zahlende Kunden. Das waren einfach zu viele. Innerhalb von 9 Monaten sind wir implodiert. Unsere Geldgeber haben gesagt, Schluss, aus. Ich hätte das Wachstum steuern müssen. Eine weitere große Herausforderung ist derzeit Corona. Das hat einen großen Einfluss, insbesondere auf Kinos. Wie glauben Sie, wirkt sich das auf die Branche aus? Das ist kein langfristiger oder andauernder Einfluss. Hoffentlich. Ich hoffe, dass sich die Kinos wieder erholen und merken, dass sie sich entwickeln müssen. MoviePass war ein Versuch, die Welt des Kinos durcheinander zu wirbeln, um zu verdeutlichen, dass die Kundschaft mehr als Filme braucht. Unsere Aufmerksamkeitsspanne wird immer geringer. Wir wollen nicht in ein Lichtspielhaus gehen, 2 Stunden in der Finsternis sitzen und einen Film gucken. Warum gibt es nicht Marathon-Donnerstage, an denen man 6 Stunden lang alle Folgen von Stranger Things angucken kann? Aber kann das Kino finanziell und wirtschaftlich überleben? Die romantische Vorstellung eines Kinobesuchs ist schön und gut, aber wie halten sich die Kinos finanziell über Wasser? Ich glaube, sie müssen erfinderisch sein. Man muss anerkennen, dass alles darauf hinausläuft, dass die Menschen ausgehen und sich in großen Gruppen bewegen wollen. Nehmen wir an, es gäbe einen Impfstoff. Aber sie wollen nicht nur 2 Stunden lang einen Film gucken. Warum keine Sportveranstaltungen? Warum keine Veranstaltungen mit Videospielen? Wo siedeln Sie den Nahen Osten, die Vereinigten Arabischen Emirate und Dubai im Besonderen innerhalb dieser Branche an? Wie wichtig ist dieser Wirtschaftszweig hier?
Eine der tollsten Errungenschaften, die ich an Diensten wie Netflix sehe, ist die gegenseitige inhaltliche Befruchtung. Der Jugend und den einfallsreichen Medienschaffenden im Nahen Osten sei Dank, gibt es die Möglichkeit, einen großen Wirtschaftszweig zu schaffen, mit interessanten Fernsehsendungen und Filmen, die überall ankommen. Alles geht darauf zurück, den Kreativen zu gestatten, Inhalte zu erschaffen und diese weiter zu verbreiten. Dass Sie in Dubai sind, hat einen interessanten Grund. Erzählen Sie mir von dem Fallschirmsprungwettbewerb und wie Sie dazu kamen. Das ist eine Veranstaltung, die Rekorde bricht. Geschäftsleute aus dem gesamten Nahen Osten und Afrika haben ihre Bewerbungen für ein Gründungskapital eingereicht. Ich bin eine von 4 Personen, die die Bewertung vornehmen. Wir haben die Bewerberzahl auf 10 heruntergeschraubt. Und dann waren alle mit einem Videoanruf dran, um uns zu überzeugen. Während sie aus einem Flugzeug gesprungen sind. Dann haben wir die Gruppe auf 3 Personen verkleinert. Die 3 sind mit uns in ein Flugzeug gestiegen, um uns ein letztes Mal zu überzeugen, während sie sich 60 Sekunden im freien Fall befinden. Die Person, die gewinnt, wird am Ende also aus einem Flugzeug springen. Welchen Rat würden Sie diesen Geschäftsleuten geben in Bezug auf das, was es braucht, um es wirklich zu schaffen? Es gibt da die Dinge, die man immer hört. Durchhaltevermögen, gute Leute, um sich zu versammeln, Unbescholtenheit. Man muss immer am Puls der Zeit sein, sich immer verbessern. Holen Sie Ihre Geldgeber und Ihren Mitarbeiterstab ins Boot. Ein bisschen, ein kleines bisschen. Und seien Sie nicht zu schnell und nicht zu langsam. Zurück zur Unterhaltungsbranche, die Millionenfrage. Was glauben Sie, wird die Zukunft bringen? Das Coronavirus hat bei den Leuten in jedem Fall für eine verstärkte Nutzung von Unterhaltungsmedien gesorgt. Das hat den Menschen geholfen, in dieser sehr schwierigen Zeit zu überleben. Ich glaube, die Zukunft ist rosig. Ich weiß nicht, wie das bei Ihnen ist, aber ich habe schon einige Male um 10 Uhr damit begonnen, mir eine Serie anzuschauen. Ich dachte, um Mitternacht sei ich damit fertig. Aber 5 Stunden später habe ich gemerkt, dass ich schon bei einer anderen Staffel angekommen war. Irgendwann reicht es dann aber. Netflix-Geschäftsführer Reed Hastings wurde einmal zum Thema Wettbewerb befragt. Er sagte, mein größter Gegner ist der Schlaf. Wenn die Menschen nicht schlafen müssten, könnten sie mehr Netflix-Serien schauen. Ich glaube, er hat recht. Mitch Lowe, thank you so much for your time today. Great talking to you. Thank you. Thanks.